Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge, ja, da ist einiges passiert. Wir sind erst auf der Suche nach Rain gewesen und sind über Altamira gestolpert und dann zum Tor der Welten und dann sind wir über Kuchinawa gestolpert, der China morden wollte, weil sie hier mit Volt Mist gebaut hat damals. Und dann sind wir in Silverhand gelandet. Yay! Sehr schön. Wir sind wieder zu Hause, würde ich mal sagen. So, und ich möchte jetzt mal in einen Kampf gehen. Aber vorher möchte man noch Erfahrungsfähigkeiten hier reinballern. Ich habe noch keine. Okay. Habe ich nicht schon mal Erfahrungslevel 4 jemanden gegeben? Habe ich nicht gespeichert oder so? Ich meine, ich habe das schon mal jemanden gegeben, oder? Da mache ich jetzt eben. Erfahrungsgeme Level 4. Gibt's auch Level 5? Langsam frage ich mich nämlich. Kann man die irgendwie sortieren oder so? Wenn ich eins nicht mag, dann wenn die irgendwie so komisch sortiert sind oder so. Gehen wir mal. Erfahrungsleme Level 4. Und zwar, ich habe keine Ahnung. Fähigkeiten plus. Du bist Schlag, ne? Schlag, 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 Schlag. Fähigkeiten plus. Ja, nehmen wir das. So, und dann habe ich... Ups. Was, wir haben die Rayards? Ach ja, die können wir jetzt mal mitnehmen, ne? Ich Idiot. Das heißt, wir können ja durch die ganze Welt noch ein bisschen rumreisen. Okay, wir sollten dann mit der Story sofort weitermachen. Haha, nein. So, ich möchte mal einen Kampf hier machen. Weil... Genau. Ich habe nämlich gemerkt, mir fehlt eine Benutzung, bis ich die 50 erreiche mit Stormass. Deswegen, ja, habe ich jetzt mal den einen hier gemacht. So, und jetzt möchte ich noch irgendein anderes Dingen machen, und zwar Lightning. Nächste Attacke. Leveln. Wie lange braucht ihr eigentlich, um so einen Marienkäfer zu töten? So, das Erste, was mir jetzt so einfällt, was wir machen könnten, ist die Attacken von ihnen erstmal ausstellen. Nein. Ich hoffe, dieses eine Viech, das wir mal begegnet sind. Nein, ich auch. Ja, doch, klar. So. Boah. Jetzt kann ich mich hier erstmal umschauen, überall. Guck, ich hab mal so schön. Wenn ich jetzt wüsste, wo er nochmal war. War doch mal irgendwo so ein Viech, das ich noch nicht besiegen konnte. Da möchte ich jetzt erstmal als erstes hin. Wenn ich jetzt wüsste, wo das war. War das hier? Der Osserpfad war das, ne? Andersrum. Jetzt können wir überall hingehen und das ist so schön. Das ist zum Beispiel eine kleine Insel. Da, was zum Teufel ist das? Erneut auf der Reise zur Welterneuerung. どうしたの急に。だってミコの試練を途中でやめちゃったんですよ。シルバラント中の人があんなに応援してくれたのに。仕方がないわ。事情が事情ですもの。でも私心を取り戻した時嬉しかったから。シルバラントのことを忘れてはしゃいでました。この世界の人がどんなに苦しんでいるかも忘れて。 巫女だって嬉しい時は喜び、悲しい時は泣くものよ。何もあなた一人で全てを背負い込むことはないの。それにね、これと、あなたがこの世界の人を思いやる気持ちをなくさない限り、あなたは再生の巫女なんだと私は思うわ。リフィル先生、明日からもう一度始めましょう。シルバラントをこの大地を救う旅を。 Warum erst morgen? Egal. So, ich bin natürlich gierig. What the hell ist das? Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nicht landen. Ich meine, Stranddingen. Wo ist das? Wo ist hier so ein Steg? Ich brauche einen Steg. Wird vertagt. So. Ist natürlich jetzt erstmal alles erkunden, ja, was wir vorher nicht finden konnten. Und ja.
Mal sehen. Wir müssen jetzt zu, boah, das Tor der Welten. Zum Teufel? いかいの扉に何の用があるんだ。姉さんが僕にも何も言わないでいなくなっちゃうなんて。二人ともそんな顔するな。先生のことだ。きっとその遺跡に興味があって、どうしても調べたかったんだよ。だから早く追いついて、一人で勝手なことをするなって言ってやろうぜ。Was? So ですね。急ぎましょう。 Wir haben sie doch schon gefunden. Habe ich den hier eingesammelt? Weiß ich nicht. Na, was haben wir hier? Hier ist Hima. Ja. So, wo ist der Osserpark? Da wollte ich doch eigentlich hin. Geil. Die ganzen Skizzen, die bringen mich hier immer durcheinander. Dann kommen immer so viele auf einmal. Was da denn? Linker Baum. Ein linker Baum. Wo ist der rechte Baum? Prüfen. Offenbar ist das der linke Baum, von dem Professor Nova und seine Familie gesprochen haben. Er ist abgestorben. Lloyd, lass uns zu Professor Nova gehen und unsere Informationen überprüfen. Ja, wir haben schon sehr viel davon vergessen. Wo mag er sich zurzeit aufhalten? Wir müssen uns in den Städten nach ihm erkunden. Vielleicht weiß jemand etwas. Okay, dann los. Mehr Nebenquests. Okay. Mal wieder was herausgefunden, vielleicht. Okay, das sah irgendwie komisch aus. Da war hier nicht der Wasserfall. Boah. Ich fliege einfach so rum, auch wenn er bescheuert aussieht. Hier war, glaube ich, der Wasserfall, ne? Okay, dann will ich auf die andere Seite lieber. Der war in der Nähe des Ausgangs, wenn ich mich nicht irre. Nein, da will ich nicht hin. Ja, mein Gott. Ich hoffe, hier war das Viech nochmal. Er war irgendwie in dieser Mine drin. Hoffentlich ist das Viech immer noch da. Ich hätte das schon viel früher hätte töten müssen. Ich möchte schon wieder hier an Tales of the Abyss zurückdenken. Weil da konnte ich auch schon. Das Viech war doch, glaube ich, irgendwie halt gleich wie aus Tales of the Abyss, ne? Deswegen gucken wir mal. Das war knapp. Das Viech ist nicht mehr hier. Leck mich an. Was zum Teufel? Ich hätte das wirklich früher besiegen müssen. Oh Mann. Ich habe schon mal eine Sache verpasst. Super. Da war irgendwo anders. Ah. Ey. Es ist wieder die alte Kampfmusik auch. Fällt mir gerade so auf. Okay, dann weiß ich irgendwie nicht, was wir jetzt noch machen sollten hier in Sivan. Außer alles Mögliche erkunden. Ja, lauf mal noch ein bisschen durch die Gegend. Okay, da wurmt mich jetzt ein bisschen. Das heißt, ich habe irgendwann verpasst. Maha. Ich hätte ihn viel früher töten müssen, ne? Okay, so viel dazu. Eine Sache haben wir schon mal verpasst. Supi. Dann gucken wir noch überall anders, was wir machen können. Hier müssen wir jetzt hin, ne? Nach Palmacosta. Ja, da sind jetzt hier neue Sachen. Nee, glaub nicht. Wo war ich denn noch nicht? Ich sollte ja am besten jetzt alle Inseln und so was alles hier abkreuzen. Und alle hohen Orte. Weil die konnte ich vorher nicht erreichen. Aber ich kann den nicht hoch, was er sagt. Entschuldigung. Ein bisschen sinnloses Erkunden muss doch sein, so wie in den anderen Part.
Hier war wieder diese kleine, dieser Spiegel oder was auch immer das war, ne? Ja. Weißt du, da ist irgendwie so ein ganz kleiner Punkt. Ja. Ist irgendwie nichts. Ja, wird bestimmt irgendwas sein. So, das sieht auch verdächtig aus. Ach, da ist das Dingens hier. Dat. Ist das nicht diese heiße Quelle? Dingen oder irgendwie so, ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier denn? Gar nichts. Und hier, da haben wir so einen Stein. Sie alle zu knechten. Katzinsel, was? Lasse mich hier rein. Hm? Was haben wir hier schon wieder entdeckt? Katzdorf, na klar. Ich glaube, da kann ich auch aus dem zweiten Teil. Ja, willkommen in Katzdorf. Dieses Dorf ist so grün und sehr ruhig. Bitte bleib so lange, wie du willst. Okay, das nehme ich wörtlich. Katzenhandschuhe, was? 9000 und das ist verdammt teuer. Okay, warten wir erstmal. Na du... Ja, ich kann einfach nichts fangen. Ich werde hier tierischen Ärger mit dem Boss kriegen. Oh, was bist du denn? Ja, der Baum ist kleiner geworden, seit ich angefangen habe, meinen Krallen daran zu schärfen. Sie tun weh. Warum ich nicht aufhöre? Ich kann einfach nicht. Miau. warum betrinken sich einsame Katzen? Damit sie einen Kater kriegen. Bitte schau mich nicht so an. Wir bleiben bei denen uns. Wir erwarten Anweisungen vom Hauptquartier. Ja, wir warten. Nach seid ihr irgendwie die Typen, die hier die ganze Zeit diese Expedition machen oder was? So, hey, da pennt einer. Du bist? Ja. Okay. Silbernen Rebe. Wir haben gemütliche Kissen, auf denen ihr euch zusammenrollen könnt. Eine Nacht kostet 5 Gold. Wow, das ist billig. Okay, hier gehe ich jetzt jedes Mal hin, wenn ich mich heile. Jedes Mal. Egal, wo ich auch bin. So, das ist bestimmt eine Expedition, ne? Nein. Das ist ja nicht nur irgendwie... Warum dreht sich dieser alte Mann im Kreis? Ich bin der Bürgermeister dieses Dorfs. Warum ich so rotiere? Ich habe Rizinusöl getrunken. Okay. Mein Gott, das ist ein richtig dicker Fisch im Hintergrund Wasser. Was du da oben? Ja, das hat sich voll gelohnt. Oh Mann. Ja, ich wohne so wie mir. Wer kann denn hier... Oh, du hast noch die Dingens an. Wow, die sind gut. Okay. Ja, geh mal. Hat sich bedingt gelohnt. Dann haben wir ja noch alles. Also alles erkunden. Alles erkunden. Wir können ja einige Städte hier mal abklappern, indem wir schon waren und noch nicht schon lange nicht mehr gesehen haben. Da ist dieser tote Baum. Kann doch mal Dirk besuchen. Vielleicht hat der irgendwie was noch zu tun. Der macht sich doch bestimmt auch Sorgen, ne? Das ist eine Menschenfarm. Das ist sie. Hier ist Dirks Haus. Na, Papi, ich bin zu Hause. Also, da freut er sich doch bestimmt, wenn wir Hallo sagen. Was die Ex, wer ist der Leute von der Farm betrifft, wegen der du mich gefragt hast. Ich habe alle mit Schutzfassung ausgerüstet. Die kommen wieder auf die Beine. Was? Das ist jetzt 14 Jahre her, dass ich diesen Haus im Wald gebaut habe, um dich groß zu ziehen. So langsam vermisse ich das Leben in einem unterirdischen Haus. Seit ich im Wald lebe, habe ich interessant an den Gartenarbeiten entwickelt. Es macht richtig Spaß.
Okay. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Prüfen. Was macht dieser verdammte Koch hier drin? Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Miso-Suppe. Miso-Suppe. Bye-bye. Tschüss. Mein Planet braucht mich. Ah. Na gut. Hätte jetzt nicht irgendwie halt so Blumenbase oder so tarnen können. Egal. So. Hallo Mutter, ich bin wieder zurück. Es ist deinem Ex wieder zu verdanken. Ohne wäre ich nie so weit gekommen. Ich werde stärker, aber ich brauche es immer noch. Nur noch ein bisschen länger. Okay. Hey, was hier? Nix. Okay. Mein Gott, so lange ist das schon her, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt schon her, seit ich das Projekt angefangen habe? Schon ein paar Monate. Dann gehen wir mal nach Dingens. Die wollen es wahrscheinlich immer noch nicht sehen, ne? Iselia. Der Eintritt ins Dorf ist untersagt. Ich weiß. Lass mal alle Orte hier nochmal abklappern, wo ich war damals. Aber ja, nicht schlecht, ne? Haus des Heils. Na du. Ja, okay, die sind gar nicht mehr auf dem Laufenden, habe ich so Gefühl. Ja, ne? Oh, das ist Kitty. Die ist ja so süß. Wieso Kitty? Stimmt, ich habe ja nicht von Anfang an damit angefangen, allen Hunden einen Namen zu geben, ne? Das ändert sich hier und jetzt. Na gut. Dann. Ja, gehen wir jede Stadt mal ab. Gehen wir zur Wüste. Triet. Okay, ich dachte, hier tut sich was. Weil zu lange geladen. Meine Reise geht's bestens, danke. Was? Ein gigantischer Wurm? Ein riesiger Wurm, okay. Hi. Ja, wie es den Leuten da drin wohl geht, die da leben. Ja, wegen uns. Wir haben das gemacht. Wir können uns danken. Und hat sich hier nichts geändert irgendwie. Oh, ein Hund. Oh, ein Hund. Dieser Süße hier sieht aus wie Kami. Hat er nicht ein drolliges Gesicht? Oh, Weltherrschaft. Sie kommt immer näher. Okay, war hier nicht eine Wahrsagerin, die uns mal sagen, wo wir als nächstes hin sollen? Ein Freundschaftshoroskop. Nun, ich denke, ich probiere es aus. Sehr gut, konzentriere dich auf jemanden, um herauszufinden, was er oder sie über dich denkt. Mal sehen. Warum ist die Karte immer noch hier? Colette. Ja. Sehr schön. Freut mich. Wir sind sie bloß egal. Weiß nicht, was da überhaupt für einen Sinn hier, diese Freundschaft. So, ein Ziel 2, aber da läuft halt ein bisschen anders. So, nächste Stadt. Oder war die Dinge des Menschen fahren? Das ist der Ossa-Fahrt. Der Ossi-Fahrt. Ist doch schon auch gefunden, ne? Hund. Au. Ja, hier habe ich angefangen, denen einen Namen zu geben, oder was?
So, wir müssen ja diesen Professor Nova irgendwo treffen. Hi. Eifried. Schätze. Irgendwie hat sich hier was getan, ich weiß es nicht. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt ist alles stehen geblieben. Die haben jetzt nichts geändert. Schauen wir uns noch ein bisschen Silverant um. Und ja, da ist zum Beispiel, da ist doch bestimmt nichts. Da war ich glaube ich schon, ne? Ja, was ist das hier? Oh, ich kann da halten. Was ist es? Sind hier irgendwie übermächtige Gegner oder so am Umlaufen? Weiß ich ja nicht. Vielleicht ist das ja so. Wenn wir irgendwie so ein Mini-Skit, sag ich mal. Ja, anscheinend nicht. Blaue Rochen. Jetzt ist es sehr effektiv. Jetzt wird Chris wirklich sehr effektiv. Okay, ich dachte, ich könnte hier landen. Ich könnte hier was machen, jetzt wo ich gelandet bin, aber egal. Ich sage, in der nächsten Folge machen wir dann, was auch immer wir mit diesen Typen, mit diesen Nail hier machen müssen. Ja, nach der Idee, okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicle Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!